Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, es ist ungewöhnlich, dass ich bei TSW 2 spreche, weil ihr wisst ja, TSW 2 ist eigentlich nur mein No-Commentary-Gameplay, aber ich möchte nochmal in eigener Sache mal ein kleines Zwischenfeedback geben. Für die Leute, die das nicht ganz so mitbekommen haben bei mir auf dem Kanal und so weiter und so weiter. Ich sag, wie ihr wisst, es hat sich bei mir noch immer nicht so viel geändert nach der Trennung von meiner Freundin von Minna im November. Also ich lebe immer noch bei meinem Daddy unten im Keller, habe leider zurzeit bei meinem Daddy, weil mein Daddy auf dem Land wohnt, ein schlechtes Internet, deswegen kommen auch zurzeit keine Livestreams oder eben die Livestreams nur über Punisher 12 Gaming, wo ich dann halt mitspiele und halt nur ziemlich sporadisch Videos. Ich sag mal ein kleines Dankeschön an alle, die halt immer dabei sind, trotzdem bei meinen paar Videos, die ich halt immer in letzter Zeit mache und so, die auch mir Feedback geben und sie sagen, ist egal, wenn zurzeit nicht so viel kommt. Also danke an alle, die mir die Treue halten. Sollte hierbei plötzlich ein neuer auftauchen, dann bedanke ich mich natürlich auch für euch Neue. Das ist immer super. Wir müssen auch in schweren Zeiten zusammenhalten. Auch gerade nach dem, was jetzt mit Putin und so weiter in Russland passiert ist, also Russland und der Ukraine-Konflikt. Ein bisschen, klein bisschen Schiss habe ich natürlich auch, dass das weitere Auswirkungen hat und so weiter, weil das ist ja direkt nebenan. Es sind ja direkt die Nachbarn. Aber viel mehr möchte ich auf das politische Thema auch gar nicht reingehen, weil wir sind ja letzten Endes schlicht und ergreifend online oder auch im Internet, um Spaß zu haben, um abschalten zu können. Aber bei TSW 2 gibt es jetzt, das ist der eigentliche Grund des Infovideos, gibt es jetzt eine mega geile Neuerung. Wenn ihr bei Dovetail Games angemeldet seid, das habe ich ja von Anfang an gemacht, wo ich das Spiel gespielt habe, dann könnt ihr jetzt einfach, ihr seht schon unten links, da steht Quakers Club Beta, könnt ihr einfach auf Viereck drücken. Dann hat man hier so ein Hub, Lackierung, Szenarien, die Abonnenz von den Strecken und Lackierungen, die man sich runtergeladen hat. Hier ist eine grobe Übersicht am Anfang mit Beschreibung, was hier was ist. Aber so könnt ihr auch für eure Lieblingsrouten und so weiter dann richtig geile Lackierungen machen. Jetzt hier Lackierungen. Da stehen auch oben die Namen, von welchen Logs das sind. Also ich finde das eigentlich ganz cool. Das sind die beliebtesten, das sind die neuesten. Ihr kennt das ja wahrscheinlich in so einem Hub. Richtigen Mod-Hub würde ich das noch nicht nennen, auch wenn hier unten steht meine Mods, die man selber hochgeladen hat. Also wirklich richtige Mods. Ja, naja. Ich sag mal, andere Spieler, die dann das hochschreiben, ihr wisst es selber. Also man kann jetzt seine Dinger, wenn man selber nicht so gut ist in Lackierungen machen, weil man kann ja im Lackeditor sich auch theoretisch ja selber hier Lackierungen machen und auch Strecken machen, selber eigene Szenarien erstellen, das konnte man ja von Anfang an. Aber jetzt kann man neuerdings auch Lackierungen, die einem gefallen, für seine dementsprechende Lok, muss man halt genau in die Beschreibung dann lesen, dann hingucken. Mich persönlich, um dann auch weiterhin meine No-Kommentare-Videos zu machen, wenn ich da ein cooles Szenario finde, was ich dann gerne fahre mit einer Lok, die mir gefällt. Mich persönlich interessiert dann eher hier der Szenarienmodus. Und im Szenario-Modus, da habe ich vorhin schon mal ganz, ganz kurz reingeguckt, weil da habe ich schon zwei, sagen wir mal, zwei Sachen gesehen, die mir eigentlich schon mal gefallen. Nein, es sind sogar drei Sachen. So, dann nehmen wir nämlich jetzt einmal den hier. Einfach mal den Intercity Tag Express Schnell Deutschland. Der soll angeblich noch null mal runtergeladen sein. Dann habt ihr hier auch, this is an Intercity Service from Augsburg to Munich. Also Augsburg, München. Jetzt hat hier einer Augsburg, München gemacht. Noch hat es keiner runtergeladen. Null Subscribers. Hat 1,79 KB. Also ich habe 927 MB verfügbar. Das steht oben rechts. Norddeichmole, mal gucken, wie das ist. Dann könnt ihr aber, wie gesagt, hier auch mit den Bildschirmfotos, könnt ihr dann mit L2 und R2 auch hier angucken. Das ist von demjenigen, der die Screenshots halt gemacht hat dafür. Also, und das tue ich dann hier einfach mit X auf Abonnieren drücken, wegen zum Download hinzufügen. So, das machen wir jetzt einfach mal, so wie man Mods halt runterlädt. Und wenn man keinen Bock mehr auf den Mod hat, oder ich den Mod euch dann irgendwann mal in dem Video gezeigt habe, und ich brauche dann zum Beispiel neuen Platz auf der Downloadliste, dann geht man halt hin und kann seine Abos auch wieder deabonnieren. So. Indem man dann wieder da drauf geht
unter seine Abos, das hat man dann hier, meine Mods, ne, hier Abonnements, hier, da sind dann, hier sind die Abonnements drin, jetzt habe ich das hier und dann kann ich hier natürlich auch mit X das auswählen. Und dann denke ich mal, wenn ich das dann ausgewählt habe, genau, wenn ich das dann auswähle, kann ich so wie deabonnieren, theoretisch, wenn ich da keine Lust mehr drauf habe, so. Ja, mein Controller spinnt leider ein kleines bisschen rum, deswegen springt er manchmal rum. Ich muss mal gucken. So, ich gehe aber jetzt nochmal hier hin. Ich möchte weitere Szenarien haben. Hier ist noch ein Intercity 2. Ich könnte hier mal allgemein gucken, was wir denn hier haben. IC2 Train. Die Serie wurde zum Beispiel schon 708 Mal runtergeladen. Also, weiß ich nicht, den gefällt den Leuten wahrscheinlich besser. Ihr merkt schon, ich mag gerne die deutschen Züge. Auch diese Strecke werde ich jetzt einfach mal abonnieren. Die scheint aber schon ein bisschen mehr Inhalt zu haben, weil die hat schon 6,47 kb, aber ist ja noch nichts. So. Du musst auch mal kurz abonnieren. So, jetzt hatten wir hier noch. Ja, genau, den hatte ich eben auch bei Beliebte hier. Den wollte ich vorhin auch haben, habe ich gesehen. Welcome in the 90s. Das sah auch sehr interessant aus. Weil da habe ich jetzt sogar dem seine Lackierung definitiv mit dabei. Weil das verringert das auf 7,66 kb. Auch 310 Leute, die schon gemacht haben. Aber das finde ich geil. Beachtet jetzt mal auf die Bilder. Hier mit diesem Türkis-Weiß und so. So kommt mal ein bisschen Farbe in das Spiel. Also ich finde das ganz nice. Also wie gesagt, das abonniere ich jetzt auch mal. Dann seht ihr schon mal so eine kleine Vorschau, was ich demnächst auf meinem Kanal wahrscheinlich dann wieder unkommentiert lasse. Aber mal fahre und dann auch mal teste, ob die Abos dann auch dementsprechend CE-fehlerfrei laufen, ob das halt auch alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja gut, das ist natürlich auch geil. Die BR101, die lieben ja auch sehr viele hier oben. Ich wollte nur zwei, drei Sachen abonnieren, aber ihr seht schon, ich finde jetzt ein paar Sachen mehr und dann geht das. Jetzt muss ich nur gucken. Achso, ja, habe ich ja. Wann ist Intercity from Leipzig Messe to Dessau? Das ist cool, das habe ich ja. Das Talent 2 DLC, das habe ich ja. Wird ein Intermediate Stop at Bitterfeld. This scenario features realistic traffic using the Rapid Transit Talent 2 and BR182 Loco DLC. Steht auch bei, welche DLCs ihr braucht. Habe ich ja, ne? Also hier zum Download hinzufügen. Ich habe die DLCs, deswegen geht das. Also das ist natürlich mal wichtig, dass die Leute auch zuschreiben, welche DLCs man dann dafür braucht. Aber eigentlich hatte ich vorhin noch was ganz anderes gesehen. Ich hoffe, das finde ich jetzt auch nochmal. Genau, hier unten sind die neuesten dann. Wenn man dann hier, ich glaube, was ist das? Einfach rechts rüberklickt. Ja genau, einfach nach rechts rüberklickt. Dann hat man auch noch die weiteren. France to Germany, auch nicht schlecht. Das heißt, France to Germany ist doch bestimmt jetzt die Southeastern. Und ne, nicht die Southeastern. Die LGV auf irgendeiner deutschen Strecke, denke ich mal, oder? Elektrisch, schnell, schnelle Verbindung, Passagierzug. Das ist immer wichtig, dass es auch Passagierzüge sind. Weil ihr wisst ja, mit Passagierzügen komme ich besser klar. Dass ein Szenario langsam ist, Elektrotriebwagen, aber Stromschiene. Stromschiene ist gar nicht meins, weil ich komme mit dem Umstellen noch nicht so klar. Elektrotriebwagen, Deutschland, mehrfach Traktion. Okay, das ist auch ein langsames Tempo. Das ist natürlich also S19. Ja, die S19 hat einer gemacht. Das ist von dem New Journeys Paket. Das könnte sein, dass ich mir noch nicht laden kann, weil ich habe das New Journeys Paket noch nicht, oder? Steht das hier? Nö, hier steht nicht, dass man das braucht, das New Journeys Dings. Ach, wegen Fairhaven, okay. Towards Fairwareshaven, das ist hier die Southeastern-Strecke. Die habe ich auch, deswegen, okay. Das ist einfach nur mit einer anderen Lackierung. Aber nee, das wollen wir jetzt nicht. Aber ich hatte vorhin noch was Cooles gesehen hier. Wo war denn das? Ja komm, hier ist noch eine Baccaro-Line-Route. Ist das die End of the Line? Ah! Ah, nee, das ist nicht die End of the Line. Das ist dann von Inhalts Wyoming Trailblazed. Und hier steht benötigter Inhalt. Das heißt, hier den DLC habe ich nicht. Ich kann es zwar abonnieren, bringt mir aber nichts. Ich klicke jetzt mal für mich auf den benötigter Inhalt. Wahrscheinlich lotst er mich dann auf den Store, um zu sehen, was mir fehlt. Okay, geil. Okay, also um dieses Szenario mir runterzuladen, das ist zum Beispiel sehr gut, dass ich das mal teste mit dem Ausrufezeichen. Da fehlt mir zum Beispiel die Cane Creek Thompson Potter Strecke. Und da fehlt mir
das ganz nagelneue, was jetzt letzte Woche erst reingekommen ist ins Spiel, die nur Journeys Expansion, damit ich diese Szenario überhaupt fahren darf. Die CSX C40 8W ist das DLC, die DLC Loco Add-on zu der Sandpatch gerade. Lynchfield Railroad, El Comandante habe ich als DLC. Die Sherman Hill Cheyenne habe ich mir jetzt im letzten Angebot für, ich glaube, was waren's? 20 Euro, nicht ganz, 1949, glaube ich, 1949 statt für 30 Euro gekauft. Also, das habe ich mir auch mal gegönnt. Habe ich auch schon ein paar Videos auf dem Kanal, wo ich beim letzten oder vorletzten Video den Zug nicht angekriegt habe, weil ich mich da wieder ein bisschen blöd angestellt habe. Aber hier fand ich ja 12 Game, meinte ich, habe irgendwie was falsch eingestellt bei der Bremse. Das muss ich dann also nochmal überprüfen. Aber ihr wisst ja auch selber, ich bin nicht so der Güterzugfahrer. Aber dennoch kaufe ich mir auch Güterzug-Add-ons, auch wenn ich darin nicht so gut bin. Weil wenn ich die Kohle gerade habe, dann möchte ich das Spiel eigentlich wieder vollständig haben. Also auch die DLCs, wie ihr gerade eben festgestellt habt, die mir noch fehlen, die werde ich mir nach und nach kaufen. Einfach aus Prinzip, weil ich so ein Komplettierer bin und das Spiel gerne wieder vollständig haben möchte. End of the line. Nein, das ist ja wieder falsch geklickt. Das hat das gleiche genommen. Wieso hat er wieder das Bass genommen? Also, ihr seht schon, manchmal erkennt man nicht richtig gut, wo man drauf ist. Ist er jetzt auf dem End of the line drauf? Ne, der ist wieder auf dem Bass. Hallo, ich will End of the line. Jetzt aber. Komm, End of the line. Ja, End of the line. Ah, okay. Das hätte ich mir gerne genommen. Aber ihr seht schon auf den Bildern unten bei Bildschirmfotos. Das ist die Aluminiumlackierung mit den roten Türen. Das heißt, es braucht das nur Journeys Inhaltspaket. Genau, nur Journeys Expansion braucht man dafür. Okay, kann ich End of the line leider gerade nicht fahren. Das ist aber nicht schlimm, weil das nur Journeys DLC oder... Ja, hat zwar keine neuen Trophäen, das nur Journeys DLC, aber das nur Journeys Ding werde ich mir auf jeden Fall kaufen, weil ich das einfach cool finde. Jetzt überlege ich gerade, ich fahre ja gerne ICE, ne? Dann überlege ich gerade, machen wir noch France to Germany? Ja, komm, fahren wir noch France to Germany. Mal gucken. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Werde ich mir mal runterladen. Einfach 406M, das ist dann der normale ICE. Du musst auch abonnieren, sehr schön. So. Wie gesagt, solltet ihr jetzt hier irgendwas sehen, was ich mir nicht runterlade, wo ihr aber Bock habt, dass ich das mal zeige, dann würde ich das vielleicht, dann würde ich das mir vielleicht im Nachhinein runterladen. Die Szenarien dürfen nur nicht zu lang sein. Ich muss mir im Nachhinein halt angucken, wie lange die ungefähr gehen. Weil aufnehmtechnisch kann ich ja immer nur eine Stunde ungefähr aufnehmen. Weil, ihr wisst es ja selber, aktuell, ich kann aktuell mit meinem schlechten Internet leider nicht streamen, weil aktuell ist es leider schlecht. Okay, das ist hier nicht so meins, weil hier wird die PZB vorausgesetzt, wenn ich das richtig verstehe. Was auch schade ist, dass die Inhaltsübersicht halt, auch wenn das Franzosen, Spanier, Italiener oder wer auch immer im Land erstellt, schade, dass es dann nicht auf Deutsch übersetzt wird, die Inhaltsübersicht, sondern wirklich nur die Sprache in der steht vom Ersteller, aber ich gehe mal davon aus, die Szenarien selbst sind dann deutsch, weil die Ingame-Sprache habe ich auf Deutsch stehen. Nur die Mods, die stehen halt so da, so wie Leute das erstellt haben. Ihr seht ja oben, klar, Tag, Express, Deutschland, Passagierzug, Szenario. Da oben steht ja auch alles auf Deutsch. Aber die Inhaltsübersicht wird einem leider nicht übersetzt. Ich werde das aber jetzt nicht fahren hier. Das ist natürlich auch eine interessante Lok, weil das ist, glaube ich, die Talent 2 von dem Dresden, Nahverkehr Dresden Add-on gewesen. Hier die rot lackierte, ich meine, die wäre von Nahverkehr Dresden gewesen. Und ich sehe schon Aachen Hauptbahnhof, das heißt, man würde die Dresdner Talent 2 fahren auf der Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Aber wenn ich da irgendwas von PZB lese, ist natürlich realistisch, aber ich möchte TSW, wenn ich spiele, genießen und es nicht auf ultra realistisch spielen und deswegen seht es mir danach, wenn ich da natürlich dann nicht jede Mod nehme, sondern nur das nehme, was ich kann. Ah, hier, das ist auch cool. Inter-Dings, hier ist, das ist dann wieder Hauptstrecke Rhein-Ruhr, Con El Intercity-Dades. Das ist doch auch cool. Das ist dann wieder die BR-101, aber nicht in der roten Lackierung, sondern in der wirklichen IC-Lackierung. Sowas ist doch dann wieder ganz cool und das aber auf der Rhein-Ruhr-Strecke. Wisst ihr was? Dann werden wir das mal noch abonnieren. Jetzt habe ich ja doch schon deutlich mehr runtergeladen, als ich wollte. Deutlich mehr.
Für die ganz Genauen unter euch, die dann hier sehen, was ich jetzt alles runtergeladen habe. Hier habt ihr das irgendwann mal auf Deutsch. Der Thunfisch hat mal eine Inhaltsübersicht auf Deutsch gemacht. Cool, das ist also mal ein Deutscher. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Heute fährst du ein Talent 2 von Fintrop nach Hagen. Das Fahrzeug ist heute ein Talent 2 mit Halt an allen Haltestellen. Das Ganze hier ist mein erstes Szenario. Feedback ist also gerne gesehen. Mit allen Haltestellen ist die Frage, ob ich da mit der Stunde wieder klarkomme. Aber ich tue es mir trotzdem mal abonnieren, weil sowas hört sich gut an. Das ist auch die, ja, das ist dann hier die Fintrop-Hagen-Strecke. Ich überlege gerade, welches DLC das ist. Das weiß ich gerade im Kopf nicht. Aber die Talent 2, die rot lackierte, ist auf jeden Fall die vom Dresden-Update gewesen. Also wie gesagt, ihr könnt ja auch dann gerne, wenn ihr wollt, in die Kommentare später Feedback schreiben, die Kommentarfunktion, welches dieser Szenarien, die ich mir jetzt runtergeladen habe, ihr gerne sehen möchtet. Ketka Circle, 8-Minuten-Challenge. Okay, das hört sich natürlich auch cool. Ah, 8-Minuten-Challenge mit einer Great Western auf einer Ketka Circle oder was? Ja, die GSWR. Die haben den coolen Sound, die Dinger, aber 8-Minuten-Challenge angenommen. 8-Minuten-Challenge. Schnell, hohe Geschwindigkeit, UK. Irgendwas von inspired by something sensate, how fast can AHST complete the CatCat Circle? Also, dass man die complete the CatCat Circle. Ignoring all speed limits, your task is to get AHST around the circle in under 8 minutes. From the start of the scenario, it's all about time, not points. The clock starts running as soon as the scenario starts and includes setting up the train at the start and opening and closing doors at the start and finish. Wollen wir mal die 8-Minuten-Challenge akzeptieren? Machen wir das einfach mal. Ich kann die Sachen, wenn sie mir nicht gefallen, ja wieder deabonnieren. Machen wir das einfach mal. Challenge accepted. Einfach Challenge accepted. Einfach just for fun. Ihr seht, ich habe immer noch 927 MB verfügbar, weil die meisten Sachen nur KB sind. So. HST in West Cornwall. Okay, West Cornwall habe ich nicht das DLC, also brauche ich das gar nicht gucken. Hier kann ich, heißt das auch da, Northern Transpenny. Northern Transpenny habe ich ja sogar. Die Lackierung sieht cool aus von dem hier, die Northern Transpenny. This is a modern timetable for Northern Transpenny. This uses my Northern City Commuter Livery. Also da hat er automatisch die Livery mit dabei, die man dann wahrscheinlich automatisch beim Abonnieren ist mit runterlädt. Aber ihr seht schon, das ist cool mit diesen Lackierungen, es geht. Also, ich glaube, bei dem Northern Transpenny 9 müsste ich aber erst noch die Streckeneinführung machen und das Szenario machen. Die habe ich damals beim TSW 2020 gespielt, die Strecke. Aber die habe ich jetzt bei TSW 2 noch nicht gespielt. Da müsste ich also erst die Einführung von machen, bevor wir das hier fahren können. Aber ich werde es mal abonnieren, weil mir gefällt die Lackierung dazu. So, haben wir das auch erledigt. Ihr seht schon, ich gehe jetzt ausgiebig hier mal durch die ganzen Sachen durch. Hier oben ist dann noch hier, wie gesagt, immer die beliebtesten Sachen. Ich könnte hier mal nochmal hier die Buckaroo Line nehmen. Die mag ich eigentlich auch gerne. Ich fahre die eigentlich ganz gerne. You take over on the stock. Buckaroo Line Train from Elephant G Castle Sidings calling at all station to Queen's Park. Unfortunately due to rush hour, trains are backed up, so you need to keep an eye out for the red signals ahead to the distance between you and the train in front. Okay, da muss man mehr aufpassen auf die in front, da ist wirklich Rush Hour, sehr viel Verkehr. Okay, das ist mir dann, dafür, dass ich noch nicht weiß, ob die ganzen Szenarios jetzt auch wirklich alle funktionieren, ist mir das vielleicht doch ein bisschen zu schwierig. Ach, ich sehe schon, man kann auch hier, ist ein rotes Zeichen dabei, bei D-Droite Couch. Seht ihr da schon ein rotes Zeichen rechts neben dem Kreis? Daran seht ihr auch schon, welche Inhalte benötigt werden. Was fehlt mir hier zum Beispiel? Ach, die Taranta-Rampe Dresden-Chemnitz. Nicht die Nahverkehrroute, sondern die Taranta-Rampe. Das neueste Add-on, ne? Nein, das neueste Add-on das ist nur Journey-Expansion, aber die Taranta-Rampe ist das neueste Strecken-DLC gewesen. So. 18 Seiten habt ihr hier theoretisch. Das ist auch Traffic Service Brighton Special. Ja, sowas habe ich auch schon überlegt. Weil hier, ich habe ich schon gesehen, hier ist wieder etwas von dem Dings. Okay, hier wird wieder ein Inhalt benötigt. Schade.
Ja, die West Cornwall Local Panzers brauche ich hier. Okay, West Cornwall habe ich noch nicht. Den Rest, wie ihr seht, hätte ich, aber die West Cornwall habe ich nicht. Schade, weil die Class 33 ist richtig gut. Das ist ein Zug von der West Somerset Railway und die West Somerset Railway, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Wer die West Somerset Railway noch nicht hat, holt die euch. Ist zwar eine langsame Strecke, aber die macht Spaß. So, jetzt kann ich mal weitergehen. Das Güterzug, Güter, Szenario, Sommer, Sonic. Ja, gut, ist die Frage, wie hier bei dem Green Light, Red Light, ist halt die Frage, wie schwierig das gemacht ist, weil Güterzüge, da habe ich manchmal echt schon Probleme mit dem Starten, weil die Bilder hier gefallen mir natürlich schon sehr, wenn ich das hier sehe. Genau, die Bilder gefallen mir sehr. Es scheint ein Kohletransporter zu sein, wenn ich das richtig sehe da oben. Aber auch diese Class 66 hat einen sehr geilen Sound. Kann ich nur vom Sound her empfehlen, wenn ihr mit Güterzügen klarkommt. Ich komme leider, wie gesagt, mit Güterzügen nicht ganz so gut klar. Wie gesagt, solltet ihr jetzt hier beim Durchswitchen irgendwas sehen, was ich mal ausprobieren soll. Die Frage ist, ob wir in der Stunde bleiben, weil ich würde schon gerne keine Szenarios machen, die länger wie eine Stunde sind. Aber generell, wenn ihr hier von irgendwas sehen wollt, gerne. It isn't the best livery I created, but I tried. Der hat einfach nur eine grüne, giftgrüne Lackierung gemacht auf der Southeastern Highspeed-Strecke, ne? Ja, auf der Southeastern Highspeed-Strecke. Ja, gut. Da dieser Strom, der Strom sage ich schon, da dieser Zug Wechselstrom hat, ist es nicht ganz so meins. Eine GWE hatten wir schon. Was haben wir hier? Die IR Karlsruhe Hauptbahnhof. Gucken wir mal, was da ist. Ah, hier gibt es dann nochmal Dings. Hauptstrecke. Hauptstrecke mit dem, okay. 8 p.m. run to the pier. Full run with train traffic. Okay, also der hat auch train traffics ganz viel eingestellt. Okay, eigentlich ist das die Saint Pierre, diese Pierstrecke, genau, das ist diese Isle of Wight. Das ist ein sehr guter DLC, wenn man mal nach der Arbeit nach Hause kommt und man hat nur, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Zeit zum Zocken und muss dann wieder wohin. Weil die Strecke, die ist sehr kurz, die Isle of Wight, die lohnt sich. Aber mit sehr, sehr viel jetzt Strecke ist es vielleicht nicht unbedingt das, was ich machen sollte. Mit sehr, sehr viel Traffic. Ich muss erstmal allgemein klarkommen. Ah. Okay, hier muss ich dann auch umswitchen. Ach, das ist die Clay das. Ah, das ist die Dings. Das ist die Clinchfield Railroad. Ja, die hört sich auch gut an, aber ich komme halt nicht so gut klar mit dem Zug. Also ich sollte mir erstmal Züge nehmen dafür, mit denen ich halt besser klarkomme. Ja, hier, das zum Beispiel. Damit komme ich klar. Hier sehe ich schon Glasgow Central. Ah, da darf ich aber wieder nicht, weil hier fehlt mir wieder leider irgendwas. Ah, die Southeastern BR Class 313 Emu Add-on. Aber um das Southeastern BR Class 313 Emu Add-on benutzen zu können, braucht ihr wiederum das East Coast Away DLC, weil sonst könnt ihr euch die Class 313 Emu Add-on gar nicht kaufen. Ich habe zwar East Coast Away als DLC, aber ich habe mir die Class 313 Emu Add-on nicht gekauft, weil die hat keine Trophäen, also habe ich mir das Log Add-on nicht geholt. Gut, das ist dann, dass man damit dann halt auf der CatCat Circle Line fährt. Schade, weil die CatCat Circle Line wäre ich jetzt gerne gefahren, mal mit einem anderen Zug. Wäre mal was anderes gewesen. Aber leider, wie ihr seht, sind die Ladezeiten manchmal auch ein bisschen nicht ganz so gut. Da muss man manchmal auch ein bisschen warten, das ist nicht ganz so geil, aber so ist es halt. Was haben wir hier denn noch? First to Darlington, da oben sind dann die. Tag Elektrisch, da unten fehlt mir wieder was. Bei der ICE Chemnitz Dresden, ja, da fehlt mir wieder was. Wahrscheinlich die Taranta-Rampe. I like to not move it. What? I like to not move it? Was soll denn das sein? Deutschland 83, schnelle Verbindung, hohe Geschwindigkeit. Da fehlt mir auch noch irgendwas in München. Aber das unten rechts interessiert mich hier, das sieht gut aus. You despise the corset. You can't escape it now. You like driving trains. Good luck with that. Okay. Was hat der gemacht? Das sieht irgendwie komisch aus. Was hat denn der gemacht auf den Bildschirmfotos? Kaputte Züge. Und damit kann man fahren. Was ist denn das? Hä? Auch kaputt. Der hat komische Screenshots aufgenommen und hat dann komische Bilder da reingemacht. Also, ich muss sagen, das ist schon wieder so strange, wenn man da hinten rausguckt. Keine Ahnung, aber das ist schon wieder so strange irgendwie. Und da darf der Game diese Bugs zugelassen hat, weil ich würde mal sagen, das sind Bugs, aber da es zugelassen worden ist,
der Mod, wir abonnieren den einfach mal. Der ist so strange, dass er mich schon interessiert, ihn einfach mal auszuprobieren. Ich habe auch schon eins unter meinen Abonnenten, da würde ich mir sogar zutrauen, dass derjenige sagt, was hast denn du dir da runtergeladen für ein stranges Szenario? Fahr das mal bitte. Also würde ich mir durchaus zutrauen. Was haben wir hier? Tag-Szenario Schweiz. Ja gut, das könnte ich mir vorstellen, dass es wieder zu lang ist, um es in die Stunde zu kriegen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Simple in Nude, run up the mountain. Okay, einfach nur simple. Simple sagt er einfach nur. Ah gut, könnte einfach ein stinknormales Szenario auf der Strecke einfach im Schnee sein. Aber einfach mal gucken. Ah, Rosa, habe ich mal wieder Bock drauf. Demnächst, nicht sofort, weil da muss ich wahrscheinlich erstmal das Tutorial nochmal von privat fahren, weil ich bin wieder raus, habe ich schon lange nicht mehr gefahren, aber die Arosa mag ich als Linie. Die Arosa würde ich auch jedem empfehlen. Neulinge, Fortgeschrittenen, allen möglichen, auch wenn der Zug nicht so einfach bergauf bzw. bergab zu fahren ist, aber würde ich trotzdem jedem empfehlen, einfach aus Prinzip schon wegen einfach geile Aussicht, geile Landschaft. Allein deswegen würde ich Arosa schon jedem empfehlen. Ja, jetzt habe ich falsch gedrückt, leider. Man erkennt manchmal nicht, wo man drauf ist. Hier bin ich jetzt wieder auf der Isle of Wight Run. Isle of Wight ist auch cool. Das ist die Bakerloo Underground Line Strecke, der Zug auf der Isle of Wight. Könnte ich ja eigentlich auch mal machen, ne? Land of the Isle of Wight, calling at every station. Also, man soll die an jeder Station fahren. Ist eigentlich easy, weil die Strecke ist nicht lang. Die Strecke ist relativ kurz. Also, sollte es eigentlich funktionieren. So, jetzt muss das nur noch oben auch reinspeichern. Ja, nicht deabonnieren, abonnieren. Ja, jetzt hat er es drin, okay. So, ich bin jetzt, wie ihr seht, erst auf Seite 4 von 17 aktuellen Seiten, die es gibt. Also hier gibt es ordentlich was zu tun. Also FGW Class 166 for Console Users. Also hier hat ein PC-Gamer was für uns Konsole gemacht. Scenario on GWE featuring the FGW Class 166. Lackieren sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Also hat auf jeden Fall was. Ich denke halt immer von der Zeit her alleine schon, das kommt immer auch drauf an. Ihr seht, immer da, wo viel runtergeladen ist, die sind wahrscheinlich dann gute oder auch nicht. Das kommt immer darauf an, was die Leute sich auch beim Download hier schon drunter vorstellen, hier rangieren in der Schweiz. Tag, elektrisch, Güter, Szenario, rangieren. Ja, so könnte ich es aber üben, theoretisch. Hier, Wood Delivery in Price, unten links hier bei denen. Das ist also interessant aussehen tut's, aber naja. Na, Köln, ne? Paddington, 3 von 1, was haben wir hier? Panzers modern. Ach so, die Playmode, Panzers modern. Ja, den habe ich natürlich nicht, weil ihr seht schon auf dem Screenshot, dass es die G. GWR ist und dann ist daneben halt die Emo wieder, die Lok von der East Coast Away. Gut, ich kann mir auch vorstellen, dass es teilweise natürlich, wenn man hier sich Szenarien raussucht, gerade heute so lange lädt, manchmal, weil den Creators Club gibt es erst seit heute, also der ist noch nicht alt, also das ist wirklich, der ist ab heute erst neu. Also schauen wir mal, was haben wir hier? IC to Frankfurt Main. Ja, nee, der hat wieder was anderes genommen. Ich bin wieder auf den falschen gelandet. Ja, gut. Ja, das meine ich halt. Man erkennt manchmal nicht genau, auf wo man drauf ist, leider. Jetzt aber, jetzt bin ich wieder auf den IC zu Frankfurt Main, oder? Ja. Weil die 101, die muss ich noch ein bisschen fahren. Die habe ich auch noch nicht gefahren. You take this evening, top and tail, IC-Service, bound for Frankfurt, from Gemünden to Aschaffenburg. Calling at Lohr, have fun. Ja, dann wollen wir das doch mal machen. Gemünden, Lohr, Bahnhof, Aschaffenburg, Hauptbahnhof. Ja, machen wir das einfach mal. Tun wir das auch noch abonnieren. Und ihr seht, wir haben immer noch über 927 MB verfügbar. Also oben, ihr habt das Gefühl, ich kann mir runterladen, runterladen, runterladen und oben die MBs nehmen gar nichts ab. Also ihr seht schon, man kann hier ordentlich Zeug reinmachen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur zwei, drei Szenarios machen, wollte eigentlich ein schnelles Infovideo machen, aber ihr seht schon, ich habe Spaß daran, mir hier ein paar Sachen rauszusuchen.
zu suchen. Also sind wir erst auf Seite 7 von 17. Also das passt schon, was hier geht. Ich habe mal eben Untersuche eingegeben, ein paar Sachen, weil das könnt ihr ja theoretisch auch machen. Hier ist noch eine 202, das ist auch nicht schlecht. Ach, mit der 202 als Passagierzug. Ja, geil. Ah, irgendwie jetzt hier fehlt mir aber hier wieder. Hier fehlt auch wieder irgendwas. Diesel RB to Freiburg. Freiburg-Berg meine ich. Ah, die Rampe, die Dresden-Rampe, Chemnitz fehlt mir. Schade, weil die BR 204 wäre natürlich auch cool gewesen, mal zu fahren, weil die hört sich auch gut an. Das ist richtig gut, aber. Ja, gut, die Taranta-Rampe, die hole ich mir aber noch. Aber erst wieder, wenn sie im Angebot ist. Die war bisher noch nicht im Angebot. Also, ich kaufe mir bei so viel Add-ons, wie das Spiel hat, kaufe ich mir ganz ehrlich nicht jeden Add-on zum Vollpreis. Aber ansonsten gibt man sich natürlich Mühe. Was haben wir hier noch? Regen, Szenario langsam. Was ist denn das hier? Ja, sieht aber auch interessant aus. Schön mal beim strömenden Regen und so. Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Aber so langsam sollte der Maulwurf hier mal zum Ende kommen. Ich kann ja noch privat ein paar Sachen mehr runterladen oder so, wenn ich das möchte. Aber ich denke mal, so langsam sollten wir zu Ende kommen, weil ich habe das Video jetzt schon viel, viel länger gemacht, als ich es eigentlich wollte. Ja, hier ist auch Bahnhof LZB, PZB hat er schon reingeschrieben. Das ist halt gar nichts für mich. Streckenarbeiten hört sich da auch gut an. Ist mal Güter, wollen wir es mal. Ah, geht nicht, ist rot. Ich sehe schon ein rotes Zeichen. Schade, da fehlt mir auch wieder irgendwas. Ja, manche Sachen, die interessieren mich dann halt auch. Und dann geht's. Ja, den TGW auf Deutschland. Ja, mal gucken. Den könnte ich ja mal ausprobieren, weil eigentlich, wenn wir den wirklich auf Deutschland fahren, haben wir ja eigentlich keinen Schnellstrom und auch keinen Wechselstrom. Also müsste es ja eigentlich auch mal mit dem Zug sehen. Dann seht ihr den TGW auch mal wieder von innen, wenn wir den fahren, weil auch die Route sind wir nicht so oft gefahren, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme mit dem Wechselstrom und so nicht so klar mit diesen ganzen Umstellen von Dings. Das könnte ich ja mal einfach just for fun ausprobieren, ob das was ist. Ob man das dann auf deutschen Strecken auch ohne diesen ganzen Strom dann fahren kann. Und ihn dann wie einen normalen ICE auf der Strecke fahren kann, wenn das geht. Dann seht ihr den TGW bei mir auch nochmal. So, jetzt suchen wir es noch. Komm, suchen wir es noch zwei raus. Zwei suche ich mir es noch raus. Und danach könnt ihr, für die, die das alles mitbekommen haben, könnt ihr dann ja gerne gucken, ob euch da was gefällt oder nicht. Hier haben wir die 204, die hatten wir auch noch nicht so oft im Stream, die könnte ich auch mal einfach nehmen. Wie gesagt, für die Leute, die dann das sehen, wenn ihr in die Kommentare was Bestimmtes sehen wollt, dann schreibt bitte hier, wie ihr zum Beispiel dieses Puttgarden Express, dann schreibt bitte auch rein, wie die Szenarios, die ich mir runtergeladen habe, heißen. Also steht hier mal oben drüber, wie die heißen, damit ich dann auch weiß, welche ich für euch mal austesten soll. Ich kann euch aber nicht immer versprechen, ob die dann auch so kommen, wie ihr sie euch gewünscht habt, weil es kommt natürlich darauf an, ob ich damit in der Stunde bleibe oder nicht. Solange ich nicht livestreamen kann, müssen die Videos halt in der Stunde bleiben. Da unten ist nochmal ICE. ICE fahre ich halt auch mal sehr gerne. Komm, nehmen wir jetzt nochmal hier den ICE hier unten. Der ist wieder vom Thunfisch, also habt ihr noch was. Nee. Ach, hier hat er es nicht auf Deutsch geschrieben. Okay, vorhin hat er was auf Deutsch geschrieben, hier leider nicht. Egal, können wir ja trotzdem fahren. So. Dafür, dass ich nur 2, 3 runterladen wollte, können wir ja jetzt mal just for fun gucken, wie viel wir in Wirklichkeit runtergeladen haben. Also es sind einige. Hier unter Abonnenten könnt ihr es gucken. Also ich habe es auch schon hier. 3, 6, 9. Und noch eine zweite Seite. Nochmal 3, 6, 9, also 18. 18 Szenarios habe ich jetzt runtergeladen. Also das muss dann erstmal reichen. Das wären, wenn alle unter einer Stunde sind, schon wieder 18 neue Videos. Und da sind wir jetzt bei Content, der von Spielern erstellt worden ist.
Und nicht mal beim eigenen Content. Und das Spiel hat ja genug Content eigentlich. Das muss ich nur noch gucken, wie greife ich dann auch darauf zu, um die dann zu fahren. Das muss ich noch rausfinden, wie ich denn darauf zugreifen kann, um die auch zu fahren. Ich gehe mal fast davon aus, dass man die jetzt filtern kann. Muss ich mal gucken, kann man die jetzt filtern? Alle Filter zurücksetzen. Okay, steht es hier nicht dabei. Schade, steht es nicht direkt dabei. Okay, das sind einfach die Strecken, die man hat. Oder macht man sie auch drunter? So, Abonnenten, ich will jetzt gucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel die erste nehme, ich will jetzt einfach mal kurz gucken. Melden, zurück, deabonnieren. Ne, deabonnieren will ich ja nicht. Ich würde es ja gerne fahren. Hier kann ich auswählen. Ach, das sind allgemein die der gemacht hat. So kann man gucken, was die Leute gemacht haben. Ich habe mir das Szenario runtergeladen und von dem gleichen Typ, der unten dieses Isle of Wight wird, diesen Isle of Wight Run gemacht hat, von dem gibt es hier jetzt noch Lackierungen. Okay, der hat dann noch weiter Lackierung gemacht. So kann man halt allgemein dann gucken. Okay, bei Suche kann man hier halt auch gucken, Lackierungen, Szenario und was man suchen möchte. Ich hätte gerne ein Szenario eigentlich mit der Class 52 gehabt, aber ich glaube, da war vorhin nichts zu finden. Ich gucke nochmal rein, ob es jetzt was gibt, aber ich glaube nicht. Also vorhin gab es nichts. Also, ups. Das mit dem G sollte das nicht rein. Ne, der scheint nichts zu finden. Schade. Also entweder ein unbeliebter Zug bei der Community oder es kommt halt noch was. Jetzt muss ich ja nur noch rausfinden, von wo kann ich die Sachen auch für mich starten. Hier sind meine Mods. Ich habe auch mal ein Szenario, hatte ich erstellt. Das ist noch nicht hochgeladen, das müsste ich noch hochladen, aber ich habe leider keine Screenshots dafür. Da das ein ICE-Szenario ist, will ich erstmal noch von dem ICE ein paar Screenshots machen und dann lade ich vielleicht mein Szenario, was ich mir damals erstellt habe, für die Trophäe, weil man muss ja ein Szenario selber erstellen und hochladen. Dann lade ich mein Szenario vielleicht auch hier rein, für die Leute, die dann Bock haben, einfach mal unter den Szenarios zu gucken. Also eins, wie gesagt, werde ich auch mal hochladen, also das mache ich einfach mal, just for fun. Ob euch das gefällt oder nicht, ist mir, ja, ich hoffe schon, aber vom Prinzip ist mir das egal, weil ich möchte einfach eins hochgeladen haben und das einfach machen. Jetzt muss ich nur, wie gesagt, rausfinden, wo ich die jetzt benutzen kann. Also wo kann ich jetzt meine benutzen? Hier komme ich jetzt auf den normalen Store, weil irgendwie muss man ja die Szenarien dann auch fahren können. Ich gehe schon fast davon aus, dass man das wieder irgendwo in einem Untermenü jetzt halt macht. Ich kann ja mal einfach mal hier, ich gehe mal kurz auf so eine Strecke von den vorgegebenen, weil ist das bei Werkzeuge, genau, bei Werkzeuge, genau, bei Werkzeuge, Lackierungsgestalter, Szenarioentwickler. Hier Szenarioentwickler, sind die jetzt hier drin? Ich möchte ja keine hinzufügen. Ich habe 0 von 30 Szenarien selbst erstellt. Man kann also bis zu 30 Szenarien ja selber erstellen. Geben Sie einen Namen für dieses Szenario an. Nein, ich will ja gar kein Szenario erstellen. Will keins erstellen. Ich würde gerne eins von denen, die ich gemacht habe, rausfinden, wo man die jetzt fährt. Bei erkunden Szenarien. Das sind dann nur, doch nur die von der Strecke. Ne? Ja, genau. Das sind nur die, die jetzt auf der Route, die es jetzt gibt. Ja, das sind leider nur die, die es auf der Route gibt. Okay. Also, wie gesagt, wenn da jetzt einer von euch weiß, wie das jetzt geht, wäre natürlich ganz cool. Jetzt komme ich hier auf die Einstellung, wieder auf den Creators Club zurück. Also, ich habe euch jetzt den Creators Club gezeigt, aber wie ich auf die Sachen jetzt noch zugreifen kann, weiß ich leider noch nicht ganz so. Ach cool, hier ist ein verschmutzter Dosto mit Graffitis zum Beispiel neu reingekommen. Sieht auch nicht schlecht aus, weil der ist dann sogar wie Dings, so wie im Real Life, wo die Züge beschmiert sind, kann man jetzt halt auch in dem
Also an dem Zug verschmierte Dinge machen. Ein durch Wetter verschmutzter Dosto mit Graffitis in DB-Lackierung. Ja, könnte ich mir den mal nehmen. Auch ein bisschen schmutzig. Hier sogar mit TSW. Sogar mit den Dingern. Ja, kann ich mir auch noch abonnieren. Machen wir es einfach, dann haben wir 19 Mods runtergeladen. Jetzt, wie gesagt, ist noch die Frage, wo kann ich damit fahren? Also hier ist dann der Shop, die Sachen hier, die mir noch fehlen. Ihr seht, von den Routen fehlen mir noch zwei Add-ons offiziell da oben. Zwei Stück, den Rest besitze ich alles hier. Also überall Haken drin. Ich scroll da jetzt gar nicht ganz durch. Da fehlen mir halt nur zwei Stück. Hier kann man immer die Artikel lesen. Ja, hier sind die ganzen Logs, die ich halt habe, dadurch, dass ich fast alle Add-ons habe, außer zwei. Also, außer zwei Strecken-Add-ons. Nein, stimmt nicht. Die eine, die keine Trophäen bekommen hat, die West Cornwall, die hat keine Trophäen. Deswegen habe ich mir die auch nicht gekauft, weil die keine Trophäen hat. Alle anderen Strecken haben aber Trophäen. Also, mir fehlen drei Strecken-Add-ons, wovon ich mir aber zwei noch definitiv kaufen werde. Aber wie gesagt, das muss ich halt noch gucken. Wo drunter finde ich das jetzt? Hier ist dann nur die Reise fortsetzen. Wenn ich dann da weitermache, wo ich letztes Mal aufgehört habe, bei Kapitel 1, genau da bin ich letztes Mal beim Rangierbahnhof stehen geblieben. Aber jetzt bin ich gerade echt ein bisschen überfragt, weil Fahrplan ist auch der normale Spielmodus. Ja, ist auch klar. Also, ich hätte ja vermutet, entweder unter Szenarien, aber wie komme ich jetzt halt auf eigene Szenarien? Also. Wenn einer weiß, wie ich auf eigene Szenarien komme, dann könnt ihr es mir gerne verraten. Das Ziel ist so mit Viereck Szenario einrichten. Moment, wenn ich Szenario einrichten drücke mit Viereck. Ja, ich könnte noch den Weihnachtsmarkt Schnellfahrstrecke Köln drauf packen. Das ist dann, wenn ich dann meine Szenarios dekorieren will. Ja gut. Ich sag erstmal, hoffentlich hat euch das kleine Infovideo mit ein paar Pannen trotzdem gefallen. Wenn ja, wisst ihr selber, abonnieren, liken, kommentieren, denn Support ist kein Mord. Kommentiert doch gerne mal, welche Strecke ich fahren soll, wenn ich denn dann rausgefunden habe, wo drunter ich jetzt die runtergeladenen Szenarios auch fahren kann. Weil hier in der Beta, das hat irgendwie noch nicht so ganz funktioniert. Also wie gesagt, ich würde ganz gerne auch dann mit den Dingern fahren, die ich mir ausgesucht habe. Also. Weil wenn ich jetzt drücke, drücke ich deabonnieren. Melden zurück. Aber wie fahre ich denn damit? Hier sieht man nur, was derjenige noch gemacht hat. Noch zwei weitere Lackierungen. Und Szenarien hat er gar keine gemacht. Also habe ich mir von dem die Lackierung runtergeladen. Okay, das heißt, die Lackierung muss ich dann noch schauen. Na gut. Wenn ich nur im Hub bin bei Lackierung. Bei Lackierung gibt es schon 91 Lackierungen, okay? Ja, wie gesagt, das muss ich dann halt noch rausfinden. Oder kann man die jetzt hier starten? Nee, das ist auch nur deabonnieren, wenn ich da drauf gehe. Okay, also wie gesagt, wie ich die wo genau starte, das muss ich noch in Erwägung ziehen. Das weiß ich jetzt, wie gesagt, leider noch nicht, aber wie ihr seht, ist ja auch eine Beta-Version von dem Creators Club. Also die soll ja über Spielerfeedback noch verbessert werden. Also, oder wenn es einer weiß, wo ich jetzt meine runtergeladenen Szenarien starten kann, dann wäre es natürlich auch schön. Dann schreibt das bitte auch in die Kommentare und meinetwegen auch mit dem Szenario, was ich fahren soll von den ganzen runtergeladenen. Ansonsten tue ich von den runtergeladenen, wie gesagt, die unter einer Stunde gehen, einfach Stück für Stück demnächst mal machen. Habe ich Lust drauf und dann bin ich erstmal hier raus. Ich sage aber auch nochmal ganz zum Schluss, bevor ich jetzt letztendlich aufhöre mit meinem Laber-Rhabarber, ich werde morgen nicht mit Roman hier bei vollen Guss weitermachen. Und ich werde auch am Samstag nicht bei unserem anderen Projekt dabei sein, weil es ist Karnevalswochenende. Ich weiß nicht, ob wir spontan Besuch kriegen. Dann auch, wie gesagt, die Lage, die gerade draußen ist, da wurde ja vieles doch wieder abgesagt. Also dies wurde diesmal ja nicht wegen Corona alles abgesagt, sondern es wurde wegen der Lage, die jetzt ja mit Russland, Ukraine ist, vieles abgesagt. Deswegen, da es mir aber allgemein gerade nicht ganz so gut geht, bisschen Schlafmangel die letzten Tage gehabt und, ich fühle mich auch aktuell nicht ganz so gut.
sage ich, dass ich mir dieses Wochenende einfach mal eine Auszeit nehme. Ich werde für euch aber versuchen, noch ein paar Videos fürs Wochenende jetzt heute Abend und heute Nacht vorzubereiten. Wenn alle Videos am Stück kommen, dann habt ihr das Wochenende Zeit, die halt nach und nach euch nachzuholen und nachzugucken, wenn ihr Lust habt. Aber das mache ich noch fürs Wochenende, wie gesagt, ein bisschen was vorbereiten. Aber ansonsten hoffe ich, dass ihr mir verzeiht, dass ich mir ansonsten live mit Roman und unserer eigenen Community hier, die wir uns aufgebaut haben, ein kleines bisschen Auszeit am Wochenende nehme. Ich brauche das einfach ab und zu, jetzt aber wirklich. Ich habe selber ein schönes Karnevalswochenende oder wenn ihr keine Jecken seid, ein Standard-Wochenende. Und dann sag ich erstmal von meiner Seite sprachlich wieder bis nächste Woche. Macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Schaut wie gesagt auch gerne bei Punisher 12 Gaming, bei Mindenplay, bei Tobias Lenz und Marok Re vorbei, wenn ihr Lust dazu habt. Die freuen sich auch immer über Abonnenten, Kommentare und Likes. Und dann erstmal Peace over and out. Jetzt aber wirklich, euer Maulwurf. Ciao, ciao.